Servus bei Let's Play Star Sand. Ja, in der letzten Folge haben wir nicht nur eine schöne Ruine entdeckt, nein, wir haben auch diese Schmuckstückchen hier entdeckt. So eine kleine. Oh, uns gingen die Stöcke schon langsam aus. So eine kleine Oase hier am Rande. Und ich muss schon sagen, sie ist schon ganz schön schnuckelig. Wir haben auch da eine Höhle entdeckt mit Pilzen. So, was machen wir da? Die werden wir da jetzt dann irgendwo hier platzieren. Ich habe keine Ahnung wo. Das Problem ist nämlich jetzt. Jetzt genau baut er natürlich die fertig. Hier gibt es kaum Nahrung. Wir haben hier Pilze entdeckt. So, das nehme ich noch mit, weil dann kann ich wenigstens vielleicht ein Dachel drüber bauen über das. Schwierig. Schwierig, was wir da jetzt da machen. Ich will jetzt noch nicht in die Höhle gehen. Weil nämlich, es kommt, wird irgendwann einmal heiß hier in der Oase. Irgendwann einmal ganz sicher. Und dann könnten wir eigentlich wunderbar in die Höhle gehen, dort die Ressourcen abbauen. Und dann erst wieder rauskommen. Was die Frage, die ich mir jetzt aber stelle, ist. Nach dem Schlafen hat der Boden gewackelt. War das ein Bug, wenn wir so nah am Berg gebaut haben? Oder sind meine Freunde jetzt schon auf dem Weg zu uns? Finden die uns da hinten überhaupt? Ich meine, wir sind jetzt dann weit weg von unserer normalen Oase, sage ich mal. Das ist immer gut. Ich finde hier schade, außer einer Kokosnusspflanze ist hier gar nichts. Das finde ich wirklich, wirklich schade. Was ist denn das? Stein? Ein Stein? Bisschen hier erkunden einmal. Ja, und was wir noch gefunden haben, ein kleines Achievement. Das habe ich als extrem cool empfunden. Dass sich die Entwickler hier ein bisschen verewigt haben. Das finde ich extrem nice mit dem Bild. Ich darf am liebsten den ganzen Tag da umeinander kraxeln gerade. Bisschen möchte ich mich hier schon umschauen. Wir haben das letzte Mal wirklich nur stur gerieden. Hin und her, dass wir noch die Oase hier finden, die auf der Map war. Aber Fritzi, erst müssen wir ein bisschen haushalten mit Essen, okay? Okay, du hast noch keinen Hunger. Das ist vollkommen in Ordnung. Finde ich sehr nett von dir, dass du noch nicht hungrig bist. Nachdem die Würmer noch auf sich warten lassen, glaube ich fast, das war ein Bug in der letzten Folge. Ja, weil den einen Tag werden wir hier jetzt dann verbringen, um alles abzubauen und dann werden wir schauen, dass wir einen Rückweg finden. Geschweige denn schauen beim Rückweg auch, wie es denn ausschaut, was sonst noch hier gibt, ob man noch vielleicht irgendwo Verborgene haben, weil die eine Ruine, die ist ja wirklich weg vom Schuss, sage ich mal, aber doch nicht so weit, dass wir es nicht erreichen könnten, also das ist wieder das andere, auch erreichbar. Und das finde ich schon sehr nice.
glaubst, werde ich mal ein bisschen Sticks auch herstellen, denn wir brauchen unbedingt Wegweiser zurück. Wir haben jetzt doch einiges gebaut. Also auf jeden Fall brauche ich hier mal kein Lagerfeuer. Ich stehe am Busch drauf. Ein sehr stabiler Busch. So. Aber die verzierten Lehm. Wir haben ja in der letzten Folge verzierte Lehmwände gefunden. Jetzt weiß ich nicht, gibt es dann vielleicht noch einfache Lehmwände? Hätte ich die vielleicht zuerst finden sollen und wir haben gleich die Nobelausführung gefunden. Kokos. Ich muss sagen, wenigstens haben wir Kokospalmen hier. Ah, es wird schon heiß. Nach dieser Palme, glaube ich, geht's ab. Ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass es eine größere Oase ist und vor allem, dass die nicht vielleicht so komplett in einer Schlucht ist, so weit fernab. Weil, um da rauszukommen, müssen wir schon sehr weit wegreiten. Aber ich finde es interessant, wie sich das jetzt dann komplett verändert hat. Wir sind jetzt dann von. Okay. Von kompletten Wüste, da waren nur Dünen. So, Flitzi, hat noch keinen Hunger, nicht einmal ansatzweise. Dann gehen wir jetzt in die Höhle und sammeln dort ein, was es zum Sammeln gibt. Wir haben Platz, sag ich mal. Hinein. Ich habe auf jeden Fall gesehen, Schwefel. Schwefel war da. Du hast Hunger. Ja, super, Flitzi, schade, aber dass ich einen Hunger habe. Auf die Idee war er die natürlich noch nicht gekommen. So. Konsumieren, konsumieren. Da macht man sie. Nein, macht man sie keinen Platz. Das ist Flitzes Essen. Konsumieren. Aus drei Fleisch. Voll wiederhergestellt. Blab. Hier war mal Schwefel. Sound. Zahlt richtig erinnern. Boah, geil gemacht. Also ich muss sagen, für eine Early. Ich weiß, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber wirklich. Oh, Metall. Wirklich ein traumhaftes Spiel. Wir hatten bis jetzt noch keinen Absturz vom Spiel. Bug, das mit den Lederbeuteln dürfte ein Bug sein. Aber ansonsten keine gröberen. Wir sind nicht einmal bis jetzt durch die Welt gefallen. Keine großen Schwierigkeiten, irgendwo, dass man sich festgepackt hätten und nicht mehr wegkommen wären. Also bis jetzt. Story auf jeden Fall dahinter. Eine sehr große Story, wenn ich mir das anschaue. Es schaut jedenfalls dann noch aus. Ich kann es noch nicht beurteilen. Wir kennen noch nicht die ganze Geschichte. Aber bis jetzt schaut es nach einer sehr großen Story aus. Und ja, auch grafisch. Geht die Töne, die Geräusche. Wunderschön. Die Musik auch. Wunderschön. Ah, da ist noch Schwefel. Okay. Ja, da ist noch mehr. Da sind noch mehr Pilze auch gefallen. Wir müssen uns nämlich auch darauf einstellen, dass wir. Rüstung heute noch bekommen. Also wir haben jetzt zwei Schwefelquellen bis jetzt. Das war diese Oase und die andere sehr ausgetrocknete Oase. Roter Pilz. Roten Pilz haben wir aber noch nicht. Wir haben blauen Pilz. Ja. Freunde, habt ihr gut gemacht. Bis jetzt solides Spiel. Das gefällt mir einfach irgendwie. Ah.
So, hier war aber. Ich konnte einmal einen Blick durch die Welt. Da reden wir von Bugs. Ja, alles super. Und da war schon wieder einer. Aber war nur eine Kleinigkeit. Mehr ist hier nicht. Hier sind noch Zeichen. Also das schaut mal aus wie Zeichen. Gut, ich glaube, wir haben. Oh nein, 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 nein. Lehm. Oh, Lehm. Den brauchen wir ganz, ganz dringend. Den brauchen wir mehr wie Metall. Wenn wir wirklich sich ein Lehmhäuschen bauen wollen. Und hinein ins Wasser. Hinein ins kühle Nass. Oh, wenn wir auf der anderen Seite Wasser kommen. Ah, ein Lichtspalt. Ich habe ja gar nicht einziges Mal nach oben geschaut. Nee, schaut aber nicht aus, als ob wir da ein Licht hätten. Ich probiere neben Schwimmern dabei Wasser zu trinken, es funktioniert aber nicht. So. Ja, Wasser, Wasser. So. Gut. Und hier geht's weiter. Jawohl. Schön. Okay, na, hier geht's nicht weiter. Man kann ja nicht alles haben. Gut. Da bist du ja, Fritzi. Alles Roger in Kambodscha. Unsere Freunde haben sich noch nicht blicken lassen. Die Wüstenfrüchte lasse ich jetzt einmal da. Wie schaut unser Inventar aus, also dass es rappelvoll ist? Den Bogen werden wir wieder überlegen. Aber von denen hätte es dann auch nur, da könnte dann gleich Tauwerk auch herstellen. Steine, da. Fritzi, komm her mal. Wie schaut es bei dir aus? Das lasse ich bei mir herinnern. Den Hammer lasse ich noch. Steine werden wir mal einlegen als Reserve. Oder na, Schwefel. Die Pilze könnte ich. Ah, okay, Pilze habe ich gefunden. Okay, das waren rote Pilze. Dann kann ich noch Metall einlegen. Und. Tack. So. Es ist schon heiß. Das heißt, ein kleiner Sprung ins kühle Nass. Tut sicher gut. Ich brauche auf jeden Fall jetzt Bretter. Wir werden ein paar Holzbretter herstellen. Dass ich darauf ein Dach bauen kann. Da so Wand und Dach. Irgendwie in der Art und Weise. Wie schaut es hier aus? Was haben wir denn hier alles? Uah, da komme ich nicht auf. Uah, ui. Bin in die Wand geglitscht. Ich kann das. Ich habe nur Angst, wenn ich mich komplett in die Wand reinglitsche, dass wir dann feststecken. Nö. Boah, das ist ein Schlie. Ah, das sind die Vögel oben. Oh, wieder ein Stein. Hallo. Hallo, Stein. Gut, dass ich den nicht geklickt habe. Da gibt es ja doch noch ein paar Kleinigkeiten zu entdecken. So, die Holzbretter wären jetzt eigentlich fertig. Ich will aber noch ein bisschen da herumkraxeln. Ich möchte mir das noch ein bisschen hier ansehen. Ballen jetzt kann ich im Bewegungsradius ein bisschen ausweiten. Okay, das waren keine Markierungen hier.
Es dürften so Felssachen sein. Ja. Okay. Ja, ich komme nicht auf. Ah, da kam ich rauf. So. Also da ist einmal nicht viel noch da. Ein bisschen laufe ich noch zu dieser Felsformation und dann zurück, weil das dürften aber wirklich trotzdem dort bearbeitet aus, sind aber anscheinend nur Felsformationen. Ja, also da ist nie. Oh, da sollte ich vielleicht nicht runterspringen. Jedenfalls geht es da rechts weiter. Es ist schon sehr, sehr spannend hier, was hier noch alles kommen, was wir hier noch alles zu entdecken haben. Auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend. Gut, wir machen uns einmal auf den Rückweg. Denn bis jetzt sind sie noch nicht da gewesen, unsere Freunde. Aber ich glaube, wir können jetzt bald mit ihnen rechnen. Und es ist doch noch ein bisschen ein Rückweg. Ja, ein bisschen ein sehr weiter Rückweg. Oben wäre es noch interessant. Wir müssen uns dann eh gleich ausrasten ein bisschen, weil das ist auf jeden Fall keine natürliche Gesteinsformation. Nö. Aber sonst ist da auch nichts. Schade eigentlich. Hätte mich gefreut. Weil wir laufen ja da auf Sand. Also für die Würmer dürfte es ja hier kein Problem sein. Das müssen wir einmal gehen. Das sollte dann eigentlich gleich unsere Oase auf. Oh ja. Oh ja, wir müssen los. Und zwar sowas von schnell. Dass ich noch trinken kann, Flitzi braucht sicher was zum Essen. Ja, Flitzi braucht Essen und wir brauchen noch was zum Trinken. Und dann Ausschau halten. Sie können nur von hier kommen. Ist der Anzug futtert, die müsstet ihr eigentlich von sehr weit sehen. Bin gespannt. Wie ein Flitzebogen. Ehrlich gesagt, ein Dachl macht da gar nicht einmal viel Sinn. Nachdem wir da wirklich fast die ganze Zeit im Schatten sind. Sieht aus bewegt. Nein, war nur der Schatten. Wo kommt ihr her? Wo wollt ihr hin? Was wollt ihr von mir? Mein Fleisch? Das bekommt ihr nicht. Nicht einmal, wenn ich sterbe. Wenn ich sterbe, gehe ich ins Wasser. Dort werdet ihr meine Leiche niemals bekommen. Hallo? Hallo? Kann das sein, dass das wirklich Kassand ist? Oh ja, oder? Ich glaube schon, dass das Sand ist. Es ist zu ruhig.
Es ist viel zu ruhig. Sind wir da wirklich in einem total geschützten Bereich? Ist das die Möglichkeit, dass sie uns hier gar nicht entdecken? Dann ist nur die Frage, was mache ich, wenn sie am Rückweg auftauchen? Sie sind nämlich schneller als Blitzi und ich. Nein, da kommt keiner. Blitzi, wir sind safe. Ich bin schockiert. Steine, das war Ton. Was haben wir denn? Blitzi, bleib einmal stehen. Wir haben hier Schwefel drinnen. Die Ananas werden wir rausgeben, weil ich glaube, die werden wir dann noch. Die wirst du schon morgen essen. Ja, es hilft alles nichts. Wir haben hier keinen Besuch. Es kommt niemand. Ich habe zwei Kisten gebaut, in die ich nichts reingelegt habe. Auch interessant. Was mache ich mit den Holzbrettern? Was da haben wir? Hammer? Hammer, Hammer? Ja, ich glaube nicht, dass da noch wer auftaucht. Die sind viel zu lang schon. Was soll ich sagen? Viel zu lange schon. Fernab. Passt. Jetzt sammeln die Holzbretter. Eines müsste ich noch machen. Dann herstellen. So. Dann haben wir die Holzbretter auch weg. Dann stellen wir hier ein Tor weg. Dass wir dann noch herstellen können, Marker. Drei Marker. Eins, zwei, drei. Ja, da brauchen doch ein Marker, braucht drei Sticks und wir haben einiges am Marker verblasen. Ah. Wir sind safe. Wir sind safe. Ein Safe Spot. Ich finde das faszinierend. Total faszinierend. Also wissen wir jetzt, dann sollten aus irgendeinem Grund wirklich alle Stricke reißen. Ein Safe Spot gibt's hier. Das einzige Problem, es gibt hier kein Fleisch und keine Früchte. Also wenn man wirklich daher wandert, daher zieht, müsste man wirklich sagen, okay, ich nehme wirklich alles mit, dass ich Bäume pflanzen kann. Und ich bin halt sehr weit vom Schuss weg, von den anderen Oasen, aber es kommt halt keiner. Und zur Not ein bisschen Kokosnuss haben wir auf jeden Fall. Mal halt für verschiedene Früchte sorgt. Wäre es halt hier noch gerade mal. Okay, jetzt haben wir noch einen Durst stillen. Also, nice, nice, nice. So, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, nachdem wir eigentlich unerwartet einsam geblieben sind, obwohl es gerumpelt hat und alles, können wir eigentlich schlafen gehen. Speichern wir noch, gehen wir schlafen.
Ah, die Nacht wird nicht jünger und ich möchte trotzdem noch zurück. Ich bin übermüdet nach so einem Tag. Da war er die nicht. Ja, übermüdet, ja, stimmt. Übermüdet. Wobei der gestrige Tag war doch um einiges anstrengender. Schauen wir gleich, kommt da wieder ein Rumpelti-Pumpelti. Nein, heute nicht. Hm. Okay. Na gut, liebe Freunde. Wir haben alles abgebaut. Wir machen uns jetzt dann auf den Rückweg. Ich bin jetzt gespannt, ob die Würmer wieder auftauchen. Und ob sie uns jetzt irgendwo angreifen. Das wäre natürlich nicht so gut. Aber da müsste ich mir was einfallen lassen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall wollen wir zurück zu unserer Oase und uns dann neu, ja, ich würde sagen, neu planen irgendwie. Wir müssen uns einfallen lassen, wie wir erst weiter vorgehen. Aber das machen wir erst in den nächsten Folgen. Bis dahin sage ich einmal, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss mit Ü, ciao mit Au, Servus mit Vogel V. Du hast das Lied der Wüste gehört, wenn der Wind sanft über die Berge weht. Du hast das Licht der Morgendämmerung gesehen, wenn der Duft des Laubes die Luft füllt. Du hast die silbernen Dünen bei Nacht gesehen, wenn beide Monde hoch am Himmel stehen. Unter den Monden haben wir ein Sprichwort. Der Ort, an dem du sterben willst, ist der Ort, den du dein Zuhause nennen kannst. Also sag es mir. Wo möchtest du sterben?